Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Total War Attila auf sehr schwer mit dem Weströmischen Reich. Und ich habe direkt schlechte Nachrichten, denn wie immer läuft alles zurzeit Bombe. Deshalb ist nämlich eine Aufnahme kaputt gegangen, nämlich die eigentlich fehlt zwischen jetzt und dem davor, zwei davor. Und zwar wie man Menschen verheizt, beziehungsweise Armeen. Was hat sich getan? Wir hatten in der Zwischenfolge, ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen, weil ich kann das jetzt nicht so reproduzieren, wie ich wollte, weil eine sehr große Schlacht dazwischen hing. Die Aramanden haben wir vernichtet, zusammen mit zwei Armeen, die wir eingesetzt haben. Ich glaube, da hat nämlich hier der, nicht der Legius, sondern er hier, Legio 6 Victrix und Legio 22 Primigenia mitgewirkt. Wie man sieht, es war keine gute Schlacht und deshalb bin ich ganz froh, dass es keiner gesehen hat, weil in letzter Zeit ja wirklich meine taktische Tiefe sehr zu wünschen übrig lässt. Das ist mir auch ein bisschen aufgefallen, vielleicht einfach durch den ganzen Stress, der in letzter Zeit so auf mich gelastet hat. Man weiß es nicht. Man könnte spekulieren. Dann haben wir das Problem der Jütten noch hier oben. Um das werden wir uns aber auch noch kümmern. Und wir haben Thüringer. Keine Thüringer Würstchen, vor allem sind sie schon auf der Flucht. So, schicken wir die Augusta da hoch. Und vertreiben mal die Jütten. Ich hasse das, wenn die dann übers Meer fliehen oder sowas, ne? Weil du da einfach nicht schnell genug mehr hinterherkommst. Jetzt muss ich auch erstmal ein bisschen neue Aufnahmesession. Heute ist wirklich mal so ein Tag, wo wir relativ viel aufnehmen wollen. Beziehungsweise ich relativ viel aufnehmen will. Deshalb muss ich mal ganz kurz schauen, was wir so alles brauchen. Wir haben jetzt wieder 12.000 im Plus. Jetzt will ich nicht anfangen, da den Ausbau voranzutreiben. Zu euren Diensten. So, ihr werdet auch nicht so fit sein. Was wir aber tun könnten, wäre die mittlere Provinz wiederherzustellen, wo die Gallier noch mit drin hocken. Wie kann ich Rom dienlich sein? Müssten wir mit den Herrschaften hier unten machen. Nein, wir machen was ganz anderes. So, die Latrinen, das ist klar. Wohlstand aus Industrie und so weiter, Baukosten reduzieren. Da haben wir noch die, die Ritter. Kommandant. Wir werden den hier auf jeden Fall wegziehen. Der kann sich hier oben, das ist ein Agent. Wie sieht das hier bei Iovarium aus? Den Kunsthandwerker können wir abreißen. Wachstum plus 7, ist hier noch Potenzial? Ja, ist es. Dann nehmen wir den mit. Du kannst dich mal auf den Weg machen und die Stadt da hinten aufbauen. Wenn es denn jetzt funktioniert. Bereit zum Kampf. Genau, 1200 Siedler setzen sich dahin. Wie kann ich dem römischen Volke dienen? Regenerieren aber jetzt in drei Runden. Aber wir haben die Provinz dann fertig. Beziehungsweise haben wieder eine komplette Provinz, auch wenn die nicht sehr fruchtbar ist. Bereit zum Kampf. So, ihr bleibt da oben auch erstmal nur stehen. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwo einen Armeeausbau hatten. Stimmt, hier unten standen wir ja relativ nah an den feindlichen Truppen. Da sollte ich auch weiterhin aufpassen. Nicht, dass plötzlich die hier vorbei tuckern an uns. Wenn der Diplomat bei uns reinläuft, ist das vollkommen, ja, nicht okay, aber ist dann halt so. Wie kann ich rum? Boah, ich würde schon gerne die Gallier platt machen, ne? Aber guck mal, was die da noch stehen haben. Das ist ja nicht so, als wir hier so eine kleine Armee niederbrettern. Wir müssen ja wirklich da. Unser Kampf wird böse enden und niemandem große Ehre. Oh, die Ostgoten sind am Ende. Meine Ahnen raten zufrieden. Was sagt ihr dazu? Ich sag, klar, Frieden, warum nicht? Wer so viele Feinde hat wie ich, der freut sich mal, wenn einer kommt und sagt, hier eine Lilie oder eine weiße Taube, lass sie uns in die Luft fliegen.
Und dann wird sie von einem Aasgeier gefressen. Vielleicht läuft es auch nicht so gut, weil ich ein bisschen unzufrieden bin im Moment mit allem. Also mit meinem Setting irgendwo, da funktioniert noch nicht alles. Jetzt habe ich hier den anderen Monitor stehen, der meine Einstellung nicht übernehmen will, weil der mich die ganze Zeit hier anpisst ohne Ende. Da macht man Settings-Einstellungen. Im Nachhinein ist das wieder für den Arsch, weil die sie nicht speichert vernünftig, selbst wenn ich die im Monitor-Menü einstelle. Dann überschreibt das die Software vom Monitor aus dem Desktop heraus, die Monitoreinstellungen im Monitor und all so ein Scheiß. Und man fragt sich nur, du verdammter Penner, warum? Kann ja nicht wahr sein. Heute hat sich das ganze Programm verändert plötzlich, weil ich glaube, er hat plötzlich gedacht, der andere BenQ hier wäre mein Hauptmonitor. So, Agenten, die kritisch scheitern, alles okay. Ach, die Loyalität wankt schon wieder. Was Gott verbunden, soll der Mensch nicht trennen. So, jetzt haben wir noch bei einem einzigen Loyalitätsproblem, oder? Genau, versuchen wir seine Loyalität wieder zu steigern. Und da links sieht es ja auch okay aus. Fünf, sechs, sieben. Loyalität 10. Loyalität 4. Ich adoptiere ihn mal einfach. Wir holen uns jetzt noch ein paar Generäle einfach rein. So, kannst du nicht die Loyalität von deinem Mann sichern? Dann muss wenigstens der Thronerbe die Loyalität sichern. So, Rundenende war 14.000 nochmal bekommen. Hier machen wir das Auditorium für Stabilität in unserer Region. Das war auch noch ein leerer Bauplatz. Da brauchen wir definitiv eine Kirche oder irgendwas. Für... ja, die andere Stabilität. So, die Stadt ausbauen wollen wir gerade nicht. Vor allem ist Winterzeit. Was haben wir hier vorne? Die Vandalen. Und ihr seid die... wer auch immer. Feindlicher Held. Militärfilter. So, die Flotte da unten ist komplett abgehauen. Das ist okay. Beziehungsweise das ist gut. Ist nicht okay, das ist gut. So, dann war plus 2 hier oben. Hatten wir die Garnison ausgebaut, ne? Hm. Bleibt trotzdem das Problem, dass wir wirklich noch mehr Nahrung benötigen. Das ist nicht viel. Gut, wenn wir irgendwo noch eine Fischerei weiter ausbauen können. Das ist hier Handel. Wandeln wir mal um.
Das ist schon Fischerei. Wohlstand, Seehandel, auch Fischerei. Machen wir hier auch Fischerei, Pierce. Dann haben wir noch 2600 frei. Dann würde ich glatt sagen, komm, wir machen, holen uns die nächste Armee raus. Gelehrter, Forschungsrate. Genau, geh in deine Stadt rein. Unser Spion. Schicken wir mal nach Osten. Du gehst kurz über die Grenze. Ach scheiße, jetzt habe ich den mit schneller Bewegung. Egal, dann geh da hinten rein. Kostet mir natürlich jetzt ein paar Truppen durch den Winter zu marschieren. Aber ist halt so. Es ist eine große und glorreiche Sache für Rom zu sterben. Seid ihr bereit, Rom zu dienen? Meine Güte, Kosten. Schreibt euch ein für ein Leben voll Ruhm. Kommt, kämpft für Rom. Machen wir es so. Ich erwarte eure Befehle. Weil klar, die Asparti sind gut, aber kosten natürlich auch dementsprechend, ne? Es ist eine große und... Dich füllen wir nur wieder auf. Ich weiß, die Speere sind nicht so gut, aber ich kann sie halt überall ausheben und sie sind günstig. Deshalb mache ich das überwiegend. Nur langsam aber sicher haben wir ein Nahrungsmittelproblem, wie immer. Bin ich auch einfach zu passiv. Wer weiß das schon? Jetzt schmeiße ich eigentlich zweimal 450 weg, also 700. Ne, 900. Wir sehen wenig Wert in weiterem Blutvergießen. Ihr habt mit Ehre gekämpft. Doch nun ist es an der Zeit, tiefe Wunden zu stillen. Tja, scheiße. Hör ich mal das erste Angebot einfach angenommen. Da wäre noch einer von der Liste der Gegner verschwunden erstmal. So, sicher dir die Loyalität. Warum ist der jetzt hier so angepisst? Amt einen Untergebenen erteilt. Kannst halt nur das Amt des Herrmeisters übernehmen. Vor allem, na klar, sind jetzt viele hier mächtiger als der Chef. Tja, öffentliche Ordnung. Oh, mein Thronerbe mag mich nicht mal. Rivalität mit adoptierten Geschwistern. So, da müssen wir mal die Einflusspunkte verschwenden. Unterstützung sammeln, Loyalität sichern, Attentat ausführen, Beliebtheit verringern. Genau. Frau, reduziere die Beliebtheit deines Mannes.
Meine Generäle mögen mich eh nicht im Moment. Aber irgendwas muss ich ja tun. Monument, befestigte Ortschaft. Plus 5% Wohlstand aus Kulturgebäuden, okay. Oh, was haben wir denn da? Ach, eine kleine Jüttenarmee. Zu euren Diensten. Das macht aber nichts. Wir bewegen uns mal ein bisschen in die Richtung. Dann können wir die nachher vielleicht mal ein bisschen abfangen. Ah, eine weitere feindliche Armee kommt hier unten gerade auch nicht. Noch mehr Wachstum brauchen wir nicht. Ressourcenproduktion. Gerade auch nicht. Öffentliche Ordnung noch weiter erhöhen brauchen wir auch nicht. Vor allem jetzt habe ich hier doch die... Tut mir leid, das war ein Fehler von mir, die lateinische Kapelle da zu bauen. Weil ich kann besser das Kapitol dahin bauen. Weil ich habe ja eine Kirche schon. So, was können wir aus dem Forum noch rausziehen? 70 Nahrung durch Handel, durch Nahrungsmarkt. Gut, dann bauen wir nämlich den auf. Sklavenmarkt. Ich glaube, eine Tabarene kann ich dich dann nicht nochmal bauen. Also müssten wir jetzt sowas machen wie... das Wasserwerk aufbauen. Weil ich glaube, wir haben nichts, was das verbessert, ne? Nö. Den müssen wir jetzt nach und nach abreißen. Auch wenn er zurzeit Nahrung bringt. Den können wir ausbauen. Jetzt gucke ich mal nach noch einem weiteren Hämmerchen, dass wir an irgendeiner anderen Stelle vielleicht noch was haben, was wir ausbauen können. Sieht nicht so aus. Ja, verdammte Hacke, baut der sich da oben aus. Ja, wir bauen noch mal ein paar Ballisten. Wer kommt da? Die Franken. Wie kann ich dem römischen Volke dienen? Wie kann ich Rom dienlich sein? Genauso wie jeder andere. Indem du alles tötest, was du siehst. So, und die Franken wollen auch nicht abhauen. Weil sehr viele Reiter, ein Onager-Söldner. Haben auch recht viele Axtkämpfer. Aber trotzdem sieht es nicht schlecht für mich aus. Da ist auch alles Schockkavallerie, ne? Wird er auf mich warten oder wird er mich angreifen? Das ist hier die Frage. Weil am liebsten würde ich ihn ja kommen lassen, aber ich glaube, er wird nicht kommen. Bogenschützen! Kriegsbande! General! Vater Fraktori! So, liebe schwere Kavallerie, geh mal da an die Ecke. General, wenn unsere Feinde ihr heiliges Schwein fertig verirrt haben, oder was? Ja, die feindliche Verstärkung kommt von da oben rechts. Wir sind auch sehr schwach.
Hochgesundheit hervorragend, Angriffsbonus. Bogenschützen! Setzt sie in Brand! Er wartet darauf, dass wir kommen. Palatinerwachen! Schnelles Marsch! Das habe ich mir nämlich gedacht. Go, go, go. Die müssen wir auch mal eben kurz zusammenziehen. Die ganzen Schildträger kommen hier als weitere Reihe. Moment, das sind die, die hier drüben stehen. General! Palatiner wachen! Schnell vorrücken! Ja, ich sehe schon, da kommen die dämlichen Onager. Der Feind greift unseren General an! Lockere Formation! Aber nicht mehr so massiv, wenn wir die lose Formation hier durchziehen. Auxilia Paladina! General! Doppelte Geschwind! Genau, macht mal dicht. Rüber mit euch. Ihr habt alle euch zugenudelt da an der Seite. Komm ran, da Katafrakt. Feindliche Einheiten haben sich zusammengeschart. Randa, helft den Axtkämpfern. Ach, hier haben wir schon wieder den Fehler, dass die sich wegdrehen aus Versehen. So, ihr habt die da an der Seite ausgeschaltet und schon sind wir von der Positionierung der. Unsere Männer haben aufgegeben und rennen nun um ihr Leben. So, push die nochmal. Ihr müsst da weg. Ihr da hinten ran. Runter. Unser General, bitte mal in Schildgrundformation. Unsere Streitkräfte haben Mut gefasst. Zurück in den Kampf. Hoch. Ihr dahin. Die Onager sind eh am Ende. Unser General muss da gerade ein bisschen aufpassen. Vorsicht. Wir brauchen einen Trupp, der da in den Nacken von den Reihen fährt. Sie sind noch nicht am Ende. Komm, schneller. Was haben wir hier vorne noch? Du bitte den in den Rücken. So, nutzt mal eure Raserei. Ihr da bei den Sperren oben rein. Euch braucht auch weiter im Norden. Ihr müsst in den Rücken fallen.
Ach, hier sieht super aus. Die Axtkämpfer sind gleich vom Hocker. So, ihr könnt euch schon mal lösen. Geht auf die anderen Bogenschützen da hinten. Alle darunter. Unterstützt sofort den General. Die Männer haben aufgegeben und laufen um ihr Leben. Bogenschützen! Auxilia Palatina! Palatina Waffen! Unterstützt den General! Der Feind verliert zusehends seinen Vorteil! Auxilia Palatina! Feindliche Einheiten sind in die Schlacht zurückgekehrt! Unsere Männer fliehen vom Schlachtfeld. Das ist eine Schande. Der feindliche General ist tot. Boah, wir haben auch unseren General gerettet. So, ab in den Rücken von denen. Unser General da an die Seite. Na komm, na komm, na komm. Ich weiß, ihr seid alle nicht mehr so fit. Unsere Männer haben aufgegeben und rennen nun um ihr Leben. Palatina! Angreifen! Ja, Kommandant! Unser General ist gefallen! Boah! Wovon denn? General, bringt nichts an. Palatina machen! Ach, der hier vorne ist bestimmt gefallen. Weil der ist da noch drin. Ja, hier ist er weggeflogen. So eine Scheiße nochmal. Genau, ramm die einfach weg. So, jetzt gibt's noch zwei Überlebende, oder? Ah, Moment, da vorne war der drin. Dann können wir durch da um die Äxte. Den Göttern. Der Sieg ist aber super scheiße eigentlich, weil ein General verloren. Vom Speerkämpfer die 165 Leute töten. So. Ja, damit sind wir am Ende unserer Folge und machen dann beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Total War Attila. Bis dahin, ciao, euer Doc.